Das ist wirklich so freundschaftlich, gemeinschaftlich im eigenen Haus und aber auch schon, es gibt relativ viel Kontakt mittlerweile zu den anderen Baugruppen. Ich bin selber dabei seit Februar 2012 bei der Baugruppe, wo das Haus wirklich erst in Form von sogar verschiedenen Plänen existiert hat. Also da ging es wirklich erst noch darum, welche Form das Haus bekommen wird. Bis hin zu, wo ich jetzt wirklich schon wohne drinnen. Und ja, es ist nach wie vor ein sehr gutes Gefühl. Frage. Okay. Hast du deine Wohnung selbst entworfen und mitgestalten können? Ich konnte sie mitgestalten. Also es gab ursprünglich sogar zwei Planvorschläge mit der Raumaufteilung und so. Und wir wurden sogar ursprünglich schon gefragt, wie wir gerne die Raumaufteilung hätten, im Sinne von wie viele Räume, wie groß soll jeder Raum sein. Und die Architektin hat sich wirklich bemüht, soweit es geht, das auch dem auch zu entsprechen mit dem Plan. Und wie viele von den Baugruppen sind jetzt schon bewohnt? Von den Baugruppen sind wir derzeit die einzige, aber die Baugruppe Brot Ja. dagegenüber zieht ab 17. Dezember ein. Und da werden wahrscheinlich auch in kurzer Zeit recht viele Leute einziehen und die anderen dann halt so im Frühjahr und im Laufe des nächsten Jahres. Wie kannst du dich denn jetzt überhaupt über die Baustelle bewegen? In Richtung Barrierefreiheit ist ganz was Tolles passiert, und zwar wussten die, dass halt wir jetzt da schon wohnen und dass ich einen Weg brauche, den ich selbstständig sicher begehen kann. Und eines der Ergebnisse ist, dass das Projekt GreenLab, das mit arbeitslosen Jugendlichen arbeitet, Pflanztröge übers Rollfeld aufgestellt hat, in einer Spur so eng beisammen, dass ich diesen folgen kann. Weil normalerweise das Rollfeld 80 Meter im Nichts überqueren wäre eigentlich nicht wirklich möglich. Das ist echt so etwas schwierig, weil selbst als Sehende weiß ich, war es nicht so einfach, den Weg zu finden. Ja, da ist ganz was Spannendes passiert, weil der Weg von der U-Bahn hierher, beziehungsweise eben umgekehrt, da ist ja die eine Straße, die Sonnenallee, aufgerissen. Da wird jetzt erst gerade asphaltiert. Und da war ein paar Tage lang, so 4, 5, 6 Tage lang, eigentlich keine Möglichkeit für mich, ohne fremde Hilfe zu überqueren, weil da war nur so Schutt und alles aufgerissen irgendwie. Und dann haben sie so Bretter hingelegt, dann ist es ein bisschen besser geworden. Aber trotzdem hat man halt jeden Tag irgendwie neue Herausforderungen, weil manchmal steht irgendwo ein riesen Monsterlaster quer oder irgend sowas. Und ich habe mir aber angewöhnt, mit einer gelben Warnweste zu gehen, wenn ich während der Arbeitszeit da spaziere. Und das hat sich wirklich ganz von selbst ergeben, dass die Bauarbeiter, die mich wahrscheinlich mittlerweile kennen, weil ich da jeden Tag vorbeigehe, wenn die merken, da wird es jetzt gefährlich oder so, dann sind die sofort da und helfen mir vorbei und man spricht ein bisschen miteinander und wünscht sich einen schönen Tag, und das ist ganz was Eigenes, aber was sehr Schönes eigentlich. Das ist ganz von selbst passiert. Also ich finde, das klingt sehr, sehr positiv. Wie du von Aspern redest, hörst du auch manchmal andere Stimmen? Ja, genug. Vor allem Leute, die nicht unmittelbar involviert sind. Heißt nicht in einer Baugruppe sind, Nicht in oder? einer Baugruppe und vielleicht auch nicht einmal hier wohnen werden. Da gab es in Zeitungen, also der Falter hat ein paar Mal gewettert, dass Ärger nicht mehr gegangen ist. Acker der Träume war die Schlagzeile. Und ja, wie wollen die da auf den Städten da überhaupt was aufbauen? Und ein paar Leute sagen, ja, die Gasometer, das hat auch nicht funktioniert und das wird jetzt genau dasselbe Ghetto. Und also man hört wirklich vor allem von den Leuten, die eigentlich nicht involviert sind, dass sie nicht glauben können, dass das was wird. Und von wem man es auch sehr stark hört, ist von vielen Menschen, die jetzt schon in der Nähe wohnen. Also da gibt es ja dieses Aspern-Essling, diesen Stadtteil oder Dorf.
Und die sind irgendwie gar nicht glücklich darüber, dass ihnen jetzt alles zubetoniert wird und die fürchten die Verkehrslawine. Und ich kann nicht beurteilen, weil ich selber ja nur öffentlich unterwegs bin, wie viel an diesen Ängsten jetzt tatsächlich vielleicht gerade schon wahr werden oder ob das alles miteinander eh nur Befürchtungen sind, die im Endeffekt nicht so schlimm sind. Du hattest ja auch gesagt, dass eben dieser Nachhaltigkeitsgedanke dich so sehr an dem ganzen Projekt interessieren würde und dass das euch als Gruppe eigentlich auch sehr stark eint. Kannst du noch einmal sagen, vielleicht, worin sich die manifestiert? Genau, das ist ein Passivhaus. Man hat natürlich auch aber unter Berücksichtigung der Kosten, soweit es geht, versucht, ökologische Baustoffe zu verwenden. Oder zum Beispiel die Wandfarbe ist auch so eine ökologische Farbe, ohne irgendwie chemische Komponenten drin. Und man merkt es sehr stark, also wirklich, wir hatten Diskussionen zum Thema Mülltrennung, wo einmal irgendjemand einen Plastiksackerl in den Papiercontainer geworfen hat. Das war dann gleich auf der Mailingliste, das hat da drinnen nichts verloren und so. Also da spürt man schon, dass den Leuten, dass das jeden Einzelnen hier wichtig ist. Und dann gibt es auch, also was wir jetzt gerade planen, sind die Hochbeete. Wir werden am Dach Hochbeete bekommen. Mhm. Wir wollen selber unsere Gemüse und Kräuter anbauen. Und meine Einstellung dazu ist, wenn so viele Leute, und das sind zweifelsohne eigentlich alle, die ich kennengelernt habe, mit solcher Motivation und Begeisterung an etwas mitgestalten, damit das gut wird, dann wird das auch gut. Weil da geht man ja auch an Lösungen ganz anders heran, wenn einmal etwas nicht so klappt, wie es gedacht ist, dass man nicht gleich irgendwie sagt, nein, das geht nicht und das machen wir jetzt nicht und das ist alles so schlimm, sondern man überlegt sich dann, wie können wir das jetzt lösen, damit es trotzdem gut wird. Und das ist sicher die beste Voraussetzung, dass die Dinge dann auch wirklich gelingen. Mhm. Ja, vielen Dank für das Gespräch. Bitte gerne.